den Wert. Anders als im Mittelalter rückte der Mensch wieder in den Mittelpunkt. Diese Besinnung auf das Altertum und das Forschen nach neuen Erkenntnissen wurde später die Zeit der Wiedergeburt genannt, französisch Renaissance. In der Kunst zeigt sich diese Entwicklung besonders deutlich. Hier die drei Grazien, die Gefährtinnen der Liebesgöttin, dargestellt im Mittelalter. Sie wirken unbeweglich, fast leblos. Nur 100 Jahre später ist dieses Bild entstanden. Diese Grazien sind voller Leben und Bewegung. Der Körper wird entdeckt. Wer war Vorbild für diesen Künstler im 15. Jahrhundert? Die mittelalterliche Darstellung? Oder dieses Wandbild aus dem Altertum, damals schon fast 1500 Jahre alt? Auf diesem Bild, gemalt um 1490, schmiegt sich ein Knabe vertrauensvoll an seinen Großvater, dargestellt mit einer Wuchernase. Nicht nur schöne Gesichter interessieren die Künstler der Renaissance. Das Hässliche fasziniert viele. Skizzen von Leonardo da Vinci. Der Mensch will schonungslos alles über sich wissen. Eine geöffnete Schädeldecke für medizinische Studien. Der Mensch wird selbstbewusster. Er bildet sich sogar in Kirchen ab, wie dieser lesende Ritter auf seinem Grabmal. Hier ist der menschliche Körper sogar Vorlage für einen Kirchengrundriss, für das Kreuz. Lebende Menschen auch als Vorbild am Dom in Florenz. Fröhliche und verspielte Kinder. Ein Gelehrter schreibt damals: Die Leute rennen in die Kirche wie in ein Theater, weil die Kunst sie verzaubert. Gelehrte und Künstler im Mittelalter, wie dieser Mönch, lebten zurückgezogen und oft in selbstgewählter Armut. Anders in der Renaissance. Die Spielszene zeigt den Italiener Alberti, Gelehrter und Architekt. Er gilt als typischer Renaissance-Mensch. Er las Latein und Griechisch, schrieb Gedichte, zähmte Wildpferde zum Vergnügen. Signor Alberti, verzeiht, dass wir euch stören. Der Rat der Stadt Florenz wünscht, euch zu sprechen. Was wünschen die Herren von mir? Meine Zeit ist knapp. Es geht um sehr wichtige Fragen. Alberti, der Sohn eines Bankkaufmanns in Florenz, wurde von Fürsten, Päpsten und Kaufleuten geschätzt. Man ruft mich nach dort. Künstler im Mittelalter galten als Handwerker, wie Tischler und Maurer. Jetzt stellten sich manche den reichen Kaufleuten gleich. Aber erst müsst ihr den Auftrag hier beenden. Der Bau wird in den nächsten Wochen vollendet. Guten Tag. Alberti war stolz auf sein Können. Seid gegrüßt. Es hieß: Der Mensch kennt keine Schranken. Alles, was er tut, ist sein freier Wille. Ist das nicht Überheblichkeit? Ja, Gotteslästerung? Savonarola hatte einen Scheiterhaufen errichtet, um all das Neue dieser Zeit zu verbrennen. Ein Grund, der zu seiner Hinrichtung führte. Was alles hätte der Mönch wohl am liebsten verbrannt? Überlegt einmal. Wer heute nach Italien fährt, kann das Altertum regelrecht greifen.
Eine 38 Meter hohe Siegessäule, fast 2000 Jahre alt. Sie erzählt vom Ruhm und der Macht Roms im Altertum. Diese Ruinen begeisterten viele Menschen in der Renaissance. Alberti schreibt: Die italienischen Gelehrten entdeckten ihre eigenen Vorfahren und damit ihre eigene Vergangenheit. Aber Rom sah damals aus wie ein riesiger Trümmerhaufen. Das Forum Romanum auf einem Bild des 15. Jahrhunderts. Es hatte sich in ein Elendsquartier für Obdachlose und eine Weide verwandelt. Früher war es das Zentrum des römischen Weltreiches. Nun hieß es Campo Vaccino, das Kuhfeld. Das änderte sich. Liebhaber des Altertums, darunter Päpste, sammelten wertvolle Überreste und richteten Bibliotheken ein. Die kostbaren Bücher wurden damals an das Lesepult gekettet. Beeindruckende Kunstwerke entstanden. Sie künden vom Ruhm des Künstlers und seines Auftraggebers. Die Sixtinische Kapelle in Rom, ausgemalt von Michelangelo. Gott berührt Adam und gibt ihm Leben. Der Dom in Florenz. Das alles kostete viel Geld. Woher kam es? Schauen wir uns Italien um 1500 an. Hier gab es mehr Städte, mehr Universitäten und Gebildete als in den anderen europäischen Ländern. Italien und der Mittelmeerraum waren damals noch das bedeutendste Handelszentrum Europas. Begonnen hatte es mit dem Transport der Pilger und Kreuzritter auf italienischen Schiffen ins Heilige Land, nach Jerusalem. Natürlich für hohen Gewinn. Und nach den Kreuzzügen? Italienische Kaufleute, vor allem aus Venedig, Genua und Florenz, verkauften kostbare Waren aus dem Orient in weite Teile Europas. Das brachte Wohlstand. Und durch Wohlstand entstand in diesen Städten eine neue Oberschicht. Es waren Kaufleute, zum Teil auch der alte Adel, alles nüchterne Geschäftsleute und Politiker. Sie waren gebildet und sehr kunstliebend. Dieser Zug wohlhabender Kaufleute aus Florenz wird angeführt von der berühmten Familie der Medici. Sie finanzierten Päpste, Könige und Künstler. Cosimo di Medici vor dem Modell einer Kapelle. Woher nahmen die Medici das Geld? Aus dem Handel hochwertiger Tuche, begehrt wegen ihrer leuchtenden Farben. Auch das brachte ihnen Wohlstand, kostbare Gewürze aus fernen Ländern. Und aus dem Verleih Florentiner Goldgulden, also aus Bankgeschäften. Volksfeststimmung in Florenz 1504. Vor dem Rathaus wird Il Gigante, der Riese, aufgestellt. Eine Marmorfigur des Königs David aus der Bibel. Damals Sinnbild für die Freiheit. 5,5 Meter hoch, aus einem Block gehauen. Von dem Bildhauer und Maler Michelangelo. Historiker schreiben: Florenz ist die heimliche Hauptstadt der Renaissance. Von hier aus beginnt ein neues Denken und Schaffen, das ganz Europa erfasst.